Aloha, willkommen zurück bei der Övel Within. So. Das Übel. So, um hier voranzuschreiten, müssen wir einmal. Passt. Diesen Stein da reinsetzen. Uiuiui. So, wir haben Tür Nummer 1 geöffnet. Und Tür Nummer 2. Welchen Weg wir gehen, ist eigentlich egal. Fakt ist, dass wir die Steine brauchen, um da weiterzukommen. Und das wird natürlich alles nicht ganz ungefährlich. Also von daher... aufpasse. Müssen wir das Gras abdrehen. Uah! Das wäre geschafft. Nun denn. Hi. Doppelkopf. Na? Treffen ist heute nicht drin. Punch mich nicht durch die Tür, Mann. Okay. Wie du willst. Ich sag eine Harpune im Kopf. Mir auch egal. Ich habe ihn gewarnt. Er wollte nicht hören. So, er hat hier noch ein paar Kugeln für mich. Das ist wundervoll. Streichhölzer, das ist sehr schön. Eine tolle Flasche Wein. Nimm das. Es war eine Falle. Finde ich nice. Aber leider war das nicht zu den Gunsten meiner Gesundheit. Okay, nochmal. Das war kein guter Start. Kann aber mal durchaus passieren, dass man mal so unliebsamt in die Seite gepiekst wird. Eigentlich ist Trick 17 ja, den Kerl da runter zu ballern und dass die Stacheln aktiviert werden, dann geht der andere nämlich kaputt. Ich glaube, das probiere ich jetzt mal. Erstmal das Gas abdrehen. Ich finde es nicht gut, eingesperrt zu sein. Glaube ich ihm. Ich mag das auch nicht.
erstmal weggetreten. Bäm. Gut. So macht man eine Tür auf. Nimm die Granate. Ein Beil. Nice. Hier geht's weiter. Da haben wir noch aber eine Bombe. Gut. Achtung, Achtung, alle festhalten. Ich finde das auch toll. Zack. Voll gemein, ne? Hier, da ist einfach mal eine Bombe versteckt. Könnte böse enden, wenn man sich ranwagt und nicht bemerkt, dass da eine Bombe ist. Wir können nochmal den Schalter runterlassen, bis geht. Aber in unserem Fall brauchen wir es nicht. Na nö. Jetzt soll man damit aufhören. Voll frech, bewegt er sich hier einfach. So, wir nehmen mal den Weg hier runter. Bitte. Warum konnte ich ihn nicht verbrennen? Kick mir ihn halt weg, so, okay. Wieder volle Medikits? Krass. Nicht gemerkt. Nun denn, da ist noch was. Komm schon. So. Jetzt haben wir wieder genug Teile, um uns Bolzen herzustellen. Wieder. Voll. Sehr gut. Ich nehme halt in der Regel immer die Harpunbolzen, weil die einfach mehr Schaden machen. Bei den anderen Bolzen ist es halt mehr so, hm. Da kommt es halt echt drauf an, was ich brauche. Aber die Harpunbolzen leisten eigentlich einen ziemlich guten Job. Von daher nehme ich meistens die. So, hier ist nichts weiter. Drecksack! Gut, hier müssen wir runter. Die Gasszene abdrehen, bevor es zu toxisch wird und wir tot sind. So, es gibt noch einen zweiten Hahn da, hier hinten. Und Gegner sind hier nämlich auch noch, das ist auch nicht so geil. Ah, Penner! Ich wollte ihm eigentlich mit der Axt eine schmieren. Brenne. So, jetzt schnell. Den Hahn abdrehen. Gleich kommt sie mich schon in den toxischen Bereich. Okay, geschafft. Ich glaube, das Gel, was hinterlassen hat, habe ich schon eingesammelt. Ach, da ist die Leiter. Okay. Hier ist nichts. Nice. Okay. Ah, da liegt noch Munition. Voll. Kletter doch runter, bitte. Okay. Da ist noch Gel. Muss hier hoch. Hä? So.
Dachte schon, er hätte alles mitgenommen. Dem war aber nicht so. Oh, hi. Ein Kopf weniger. Gut. Das wären sie alle gewesen. So, jetzt zu der Bombe. Achso, du lebst noch. Problem gelöst. Kriege ich zwar jetzt das nicht am Material, was ich gekriegt hätte, hätte ich sie entschärft, aber naja, sei es drum. Egal. So. Na, dann nehmen wir uns mal der Bombe. Dann kriege ich da bestimmt noch was raus. Ah, es geht. Jawohl. Und so kann ich mir direkt neue Bolzen herstellen. Kriege ich sie eigentlich fast alle wieder. Hier ist nichts. Hier geht's weiter, glaube ich, ja. Dann laufe ich nochmal den Gang hier entlang, hier hoch. Und mich gerne mal gucken, was hier ist. Kam ich von hier? Ah, von hier kam ich, okay. Ich war verwirrt. Nun denn. Tolle Fallen, die hier haben, ne? Schön am Boden. Ich glaube nämlich, dass es von denen noch mehr gibt hier. Oh, Tag. Treffen ist heute nicht. Streichhölzer habe ich halt keine mehr. Doof. Habe ich hier nicht für noch irgendwas? Okay, dann so. Zwei zum Preis von einem. Mit einem Kältebolzen. Kann durchaus praktisch sein. Die Munition für das Präzisionsgewehr, die bewahre ich mir auf jeden Fall noch auf. Die werden wir später brauchen. Weil dafür ist mir jetzt gerade so ein bisschen zu schade für diese kleinen Creeps. Yes. Geschafft. Ah, da liegt jede Menge Gel, aber das ist auf der anderen Seite. Und da komme ich gerade jetzt noch nicht hin. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, wo wir vorhin waren.
Ein Bolzen, wie nett. So, da ist auch schon die Statue. Beziehungsweise das Relief. Tada! Jetzt sind wir hier wieder im Eingangsbereich. Ich glaube, das Gel kriegen wir auf der anderen Seite hier. Wenn wir das zweite Relief haben. Ich überlege gerade, wir haben 4100 Gel. Das lohnt sich nicht wirklich gerade. Deswegen gucke ich nochmal, wenn ich den großen Gelfahrt kriege, dann hole ich mir das auf jeden Fall. Beziehungsweise ich gehe nochmal dann zurück. Wobei jetzt nochmal zurückzugehen wäre eigentlich keine schlechte Idee, dann könnte ich nochmal speichern gehen. Ah, komm, ich mach das gerade. Wie die Treppen hochläuft. Ich gehe jetzt nochmal zurück, um zu speichern. Dann der besorgte Typ also. Der besorgte Typ also. Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, mache ich. Ja, wie gesagt, das Geld ist ausgeben, lohnt sich nicht wirklich. Ich sammle erst nochmal ein bisschen. Wir können auch meinetwegen das Gesicht jetzt schon einsetzen, das geht ebenfalls. Ich glaube, hier war's. Nur noch eins. Hier sieht es doch echt gemütlich aus, mit lauter Fallen. Okay. Ah. Nichts für mich, leider. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. So viel zum Thema Safe. Seht ihr das? Hm. Oh shit, das habe ich nicht gesehen, fuck. Ich hätte mich fast selbst getötet. Kacke. Oh Mann. War eine gut getarnte Falle, muss ich zugeben. Hm. So. Den hier nochmal machen. Ich hab's vergessen, weil zurück komme ich nicht mehr. Na, das zerstören kann ich nicht. Da. Hm. Was kann ich denn hier machen? Ey, ich versteh's nicht. Muss ich das Ding da freiräumen? Wie soll das gehen?
Vielleicht mit einer Granate? Weiß es nicht. Gucken. Nein. Das definitiv nicht. Nun denn. Jetzt stehe ich massiv auf dem Schlauch. Dinger hier? Ah ja. Ich glaube, ich hatte die richtige Wahl getroffen und danach eine falsche. So führt eins zum anderen. Ups. Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja. Das war eigentlich so nicht beabsichtigt. Ich habe gedacht, ich muss nur einen der beide Schalter aktivieren, aber einer war falsch, einer ist richtig. Der eine hat eine Leiter runtergelassen. Na gut. Aus Fehlern lernen wir bekanntlich. So, nochmal das G mitnehmen. Das hier zu trümmern. Das hier mitnehmen. Die Audio-Nachricht, die haben wir uns schon angehört. Dem Hebel können wir das Ding hier runterlassen. Ich glaube, oben drauf ist noch was. Machen wir das gerade mal. Hier kann man nämlich Gegner reinlocken und dann zerpflücken. Wenn wir da draufstehen, während das Ding da hochfährt, sind wir dann auch tot. Nur mal als Info, wer sich gedacht hat, man könnte da hoch und irgendwas Tolles entdecken. Nein. Okay, also der rechte war. Was hat mir gerade gesagt? Aus Fehlern lernt man. Also ich bin absolut lernresistent anscheinend, was das angeht. Zweimal in die gleiche Falle zu laufen, das muss man auch erstmal schaffen. Na? So, das hat, glaube ich, den Mechanismus hier wieder. Nee? Ach so, ich bin doof. Natürlich war das richtig. Ja, und dann hier drauf. Oh, hi. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Den sogar töten. War gemein. Eigentlich hat er mir nichts getan, aber wenn er so auf Tuchfühlung geht, let Morgi nicht. Muss eine Falle sein. Ist es auch, so wie er da hängt. Der kickt es einfach weg. Sebastian ist so der Mann fürs Grobe. Er kickt und schlägt einfach alles, was ihm nicht passt. Wir können auf zweierlei Arten die Falle aktivieren, weil oben drüber sind auch nochmal Stacheln. Indem wir ihn abschießen. Oder hier reingehen. Beobachter ist nämlich auch noch eine Falle. Deswegen am besten geduckt bleiben. Dann kann man die Falle entschärfen. So. Weil es gibt hier, glaube ich, noch mehr Gegner. Die können wir dann in die Falle reinloggen. Jetzt habe ich ihn da dran genagelt. Passt doch, oder? Klingt einfach so herrlich schmamschig. Das ist so geil.
Okay, dann stellen wir uns nochmal einen Bolzen her. Genügend Teile haben wir. So. Weil Munition wird langsam auch etwas knapp. Und ich brauche die auf jeden Fall, deswegen nehme ich erstmal die Qualenarmbrust. So. Das hier öffnen. So. Wie breche ich das ab? 10, ne? So, aufpassen. Die locken wir erstmal alle hier rein. Na okay, ihn hier. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass er da steht. Achso. Oh Gott! Ich bin in der Falle, Kacke! Ich kann hier nichts machen. Ich kann halt auch nicht schießen, ne? Also sobald ich rauskomme, geben die mir erstmal ordentlich einen auf die Fresse. Das ist jetzt klar. Au. Kommt, Freunde. Sekunde mal. So. Die hier. Eigentlich war mal eine Idee gewesen, die hier komplett alle reinzulocken. Dass sie hier komplett zermatscht werden mit dieser Falle. Also das ist mir schon mal geglückt, aber in dem jetzigen Fall leider nicht. Einer lebt noch. Wo ist er denn? Schön, oh. Hier fleht. Siggi, komm. Rüber. Komm lang. Dann halt nicht. Dann muss es halt so sein. Ganz vergessen, dass ich noch die Granaten habe. Nun denn. Ja, die ging nur auf, weil da die Monster waren. Runter? Ist hier noch was? Guck mal, wie nett. War das für Munition? Schrot. Da sind Fallen. Aufpassen. Weil hier unten ist das Gel, was ich haben will. Hat alles mit Fallen bestückt, das ist so frech. Jetzt aber immens viele Teile, womit ich dann halt Bolzen herstellen kann für die Qualenarmbrust. Es hat alles hier super tricky, jeder Schritt kann tödlich sein. Deswegen nehme ich nochmal das hier. Falls ich Schaden erleide. So wie jetzt, dass ich nicht tot bin. Ja, aber bei den Bomben kann es ja durchaus mal passieren, dass man stirbt. Aber hier einfach nur halten und entfernen drücken. Dann geht das. So, da ist auch schon das Gel. Yay. Nämlich eine ganze Menge. 1600. Gut, eine ganze Menge nicht, aber immerhin. Denn nicht viele Gegner, die Gel droppen. Von daher ist mir jedes, was ich finden kann, nur recht. Ich schleiche doch übrigens hier wegen diesen Dingern. Ich weiß nicht, ob die ballern, wenn ich normal laufe. Deswegen bin ich lieber vorsichtig. Man weiß nie.
oben sind nämlich auch noch welche. Ich glaube, eine dieser Fallen hätte das ausgelöst. Die Pfeile, die dann da rausschießen und mich töten, aber... Ich bin eben auch lang gegangen und es ist nichts passiert. Von daher... Denke ich mal, ist es gut so. Ja, kacke. Letzte Spritze muss ich mir jetzt leider initiieren. Ansonsten sieht es schlecht aus. Aber ich habe, was ich wollte. Nicht runter. Das mag ich nicht. Na, was muss wohl sein? Rüdiger, steh auf. Ich weiß, du lebst noch. Awesome. Und die haben mir sogar noch eine Spritze hinterlassen. Das ist geil. Gut, da ist das letzte Relief. Los geht's. Das wollte ich ja noch gerne in dieser Folge geholt haben, bevor wir dann zum finalen Schlag ausholen und dann da runtergehen. Deswegen gehen wir nochmal speichern. Ein bisschen Gel ausgeben. Schlüssel habe ich leider keinen gefunden. Ich glaube, hier gibt es auch keinen. Sie wurden erwartet. Später sehe ich hier, glaube ich, irgendeine Zelle offen oder beziehungsweise jemand, der mit uns reden will, aber. Ich glaube, in dem Fall ist es noch nicht so weit. Ne, Schlüssel habe ich keinen, sonst wird er mir da angezeigt werden. Okay, gucken wir mal, was wir an G noch investieren können. Was uns vielleicht weiterbringt. Spritzenwirkung. Ich glaube, das ist eine gute Sache, weil die geben zwar ein bisschen was an Leben zurück, aber umso mehr, desto besser. Deswegen würde ich sagen, Spritzenwirkung ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist nimmer. So, vielleicht für die Waffen noch etwas. Kommen hier die Pistole Feuerrate nach oben. 1000 Genauigkeit. So, das war's. Okay, dann würde ich sagen, was ist erstmal von der Evil Within. In der nächsten Folge gehen wir wieder durch den besagten Spiegel und treffen den Kastenkopf. Also, bis dann.